Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, wie soll ich sagen, Let's Play ist es wohl eher nicht, sondern eher ein Let's Test über die neue Route Zürich-Olten, die ja später eventuell noch bis Bern weitergeführt wird, aber momentan Zürich-Olten. Ja, da haben wir nämlich jetzt auch ein Aufgabenpaket und zwar ein kostenloses, frei erhältliches auf dem Resim-Forum mit drei Szenarien. Allerdings braucht ihr natürlich sehr, sehr teure Payware-Addons dafür, im überwiegenden Teil von Rivet Games oder von Trainworks. Hier haben wir den Zug in Bruck stehen, ein Rabe 511 KIS Dosto, den habe ich schon etwas länger, nur ich wusste immer nicht, wo ich den denn mal fahren sollte. Ne? Außer der SBB1-Route, da konnte ich ihn fahren, aber das ist ja, das lassen wir mal. Da macht das natürlich nicht so viel Spaß, weil die schon ziemlich alt und auch voller Fehler ist. Und auf der Gotthardbahn von Rivet Games fährt dieser Zug, glaube ich, auch nicht. Und alles andere von Rivet Games, was wir sonst so in der Schweiz haben, sind Schmalspurstrecken. Und da würde das hier natürlich auch nicht passen. Aber jetzt haben wir eine Route, nämlich die Zürich-Olten-Route von BR42. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, auch von dem frei erhältlichen Szenario-Pack. Und ein weiteres Szenario-Pack vom Hersteller soll es ja auch noch geben. Warten wir ab, was da kommt. Habe ich euch, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, wir fahren heute die S12 von Bruck nach Schaffhausen. Und ja, wir können allerdings natürlich nur bis Zürich Hauptbahnhof fahren. Danach kommt noch Winterthur und Schaffhausen. Schildern kann ich leider auch nur Winterthur und die S12, aber nicht Schaffhausen. Vielleicht kommt ja irgendwann auch nochmal ein ZZA-Update hier für den Rabe 511 KIS Dosto von Trainworks. Den habe ich euch natürlich hier in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. So, was haben wir jetzt hier stehen? Wir sind ja, in Bruck. Sie fahren diese abendliche S12 von Bruck AG nach Schaffhausen bis Zürich Hauptbahnhof, wo sie abgelöst werden. Genau, der geht dann ja noch weiter über Winterthur nach Schaffhausen, aber das können wir hier leider noch nicht fahren. Es ist Samstagabend und das Partyvolk des Züricher Umland, Zürcher Umland, ach so. Ja, macht sich auf den Weg in die schweizerische Metropole. Rüsten Sie den Zug auf, öffnen Sie die Türen. Abfahrt ist um 19:36 Uhr. Da haben wir noch rund 3 Minuten. Das finde ich ganz toll. Dann können wir hier alles in Ruhe noch begucken und wir können vor allen Dingen hier den Zug noch aufrüsten. Gut, dann mache ich das mal weg. Husch. Da ist er. Hier in Bruck AG. Hier um Sie lässt grüßen. Auch ordentlich Busse vorhanden. Alter Schwede. Wiedererkennungswert soll wahnsinnig hoch sein. Einiges an KI soll mir eigentlich hier auch entgegenkommen oder fahren. Damit ist aber sehr sparsam umgegangen und einiges habe ich auch nicht. Man kann ja nicht alles haben, ne? Aber es sieht schon mal ziemlich hübsch aus, muss ich sagen. Als erstes werden wir erstmal hier das Zugziel ändern. S16 Flughafen ist falsch. Steuerung F10, F9 können wir rauf und runter schalten. S16 fahren wir auch nicht. Wir fahren die S12, genau. Aber nicht nach Bruck, sondern ja. Winterthur sehen kann ich leider nur eintragen. Weitere Ziele hat die S12 leider nicht. Und deswegen müssen wir uns damit erst einmal begnügen. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir ein und drehen als erstes den Schlüssel um hier. Das ist ganz wichtig. Sonst funktioniert nämlich gar nichts. Des Weiteren machen wir hier erstmal Power an. Schnauze! Jo. Da haben wir hier nochmal so einige Daten der Bremsen, Federspeicher, bla bla bla. Und jo, das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Was schalte ich jetzt? Da sind wir wieder auf dem Normalmaß. Wir machen hier den Richtungswender nach vorne. SIFA resetten wir mit der Leertaste, wie ich gerade sehe. Zug ist schon eingeschaltet. Hier machen wir erstmal mit Y ganz normal auf 40 die AFB. Ach so, wir machen die Türen auf, logischerweise. Wird hier im Display auch angezeigt. Wenn hier rot ist, sind Türen zu und wir können abfahren. Ein Zugtest haben wir auch noch, ist aber schon automatisch eingeschaltet. Brauchen wir jetzt auch nicht. Und ach so, Licht können wir noch anmachen. Jawohl. Fahrgäste steigen ein oder steigen aus, je nachdem. Okay, jo, dann würde ich sagen, warten wir, bis Abfahrt ist. Aber die Gleise gefallen mir auch sehr gut. Das sieht gut aus. Können wir noch ein bisschen besser hier sehen. Oh, KI-LKW haben wir auch schon mal. Nicht schlecht.
schön verrostet. No. Hier warten noch weitere Fahrgäste auf einen anderen Zug. Hier in Bruck. Jo, mache ich nochmal ein hübsches Foto. So als Thumbnail, hätte ich bald gesagt. Ne? Da kommt das Foto, glaube ich, aber etwas besser. Nö, das andere war gut genug. Huch. Wir begrüßen Sie in der S12 nach Thurgi, Zürich Hauptbahnhof, Winterthur, Schaffhausen. Jo, warum nicht? So, komm, fahr, husch. Nee, Quatsch, kann ich noch nicht. Ich muss ja erstmal die Federspeicher hier noch irgendwie ausmachen. Ich weiß nicht, wie das geht, keine Ahnung. Deswegen machen wir das mal hier unten. So, dann wollen wir uns die Route mal angucken hier im Let's Test, ob das alles funktioniert hier. Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Deswegen ein Let's Test und kein Let's Play. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Nächster Halt Thurgi. Und ihr schaut euch um, ob das was ist für euch. Oder eben nicht, je nachdem. So, was haben wir hier? FPS? 45, 50 haben wir. Fast 50. In Bruck. Jo, läuft aber zumindest hier doch recht flüssig bisher. Kann sich aber noch ändern, vor allen Dingen in Zürich. Müssen wir mal schauen, was meine Kiste da rausholen kann an FPS, aber wahrscheinlich nicht viel. So, jetzt können wir hier mal auf 80 gehen, beziehungsweise auf 110. Wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Ei, das sieht klasse aus. So, hier auch mit ein bisschen Lärmschutzwände. Oh, da ist ja schon Thurgi. Ja, der Sound hier des Zugverbandes könnte ich mir etwas besser vorstellen, um es mal milder auszudrücken. Thurgi. Sogar ziemlich pünktlich, unglaublich aber wahr. Hier in Thurgi.
Wahnsinn. Was steht denn hier alles dran? Naja, die Ziele stimmen hier nicht so ganz. Ne? Bruck, Altstetten, da fahren wir doch gar nicht, ne? Nach Altstetten. Wir sind hier in Turgi, dann haben wir Baden, Wettingen, Neuenhof, Kilwangen, Dilikon oder was, Glanzenberg, ach, Schlieren, Zürich, Almstetten und Zürich, Hartbrücke. Ja, gut, das sind nur die wichtigsten Halte hier wahrscheinlich. Keine Ahnung. Alter Schwede. Na, no, bin ich mal gespannt. Weiterhin 110 erlaubt, gleich aber nur noch 95, deswegen gehen wir jetzt auch mal auf 95 runter. Ja, und schauen uns das hier alles gemütlich an. Ja, die Strecke bin ich auch selber schon gefahren, und zwar von Zürich Richtung Visp über Bern. Auch in Olten sind wir durchgekommen. Also von Zürich Flughafen über Zürich Hauptbahnhof, Olten, Bern nach Visp in unten in der Schweiz in den Bergen, um auf die Schmalspur umzusteigen nach Zermatt. Ja, der Zug ist etwas schwach auf der Brust. Hier einen kleinen Berg hoch, das macht er schon mal nicht, obwohl ich 100% Leistung aufgeschoben habe. Aber da kommt hier kaum Berg hoch. Und zuppelt ohne Ende. Schon etwas weniger FPS, glaube ich. Naja, 40, 45 haben wir hier noch. Das ist doch recht annehmbar. Das sieht ja auch richtig hübsch aus hier. Nicht schlecht.
So, hier haben wir auch erstmal Stillstand. Hier ist erstmal rot. Wir machen die Türen auf und machen jetzt doch mal einen Zugtest. Mal irgendwie ist die Zug doch nicht an. Schnauze. So, jetzt ist sie an. Jetzt zeigt er hier auch an die Geschwindigkeit. 110. Ach, jetzt muss ich hier wieder... Zack. Richtungswender nach vorne. Ach, den hier. Gut. Jetzt sind wir wieder up to date hier. So, wie lange haben wir jetzt hier Aufenthalt? Bis 47. Jo, das geht also gleich weiter. Naja. Aber momentan haben wir... Ach nee, wir haben grün. Das Signal gilt für uns hier. Das da. Und nicht das hier. Das rote gilt für den Zug daneben. Also wir dürften eigentlich gleich fahren. Wenn die Türen geschlossen sind natürlich. Jo, so sieht das hier aus in Baden. Ah, das finde ich richtig klasse hier, dass die Berge wirklich bis in die Spitzen hier auch bebaut sind mit Bäumen und Wiesen und weiß der Himmel. Das schaut gut aus. Jo, das lädt zu einer Busfahrt mit OMSI ein. Okay. Dann dürfen wir fahren, glaube ich zumindest. Dann tun wir das auch. Und ab die Post. So, erstmal sind 95 wieder erlaubt. Ab in den Tunnel. Da mache ich aber vorher noch mal Licht an. Ja, viel sehen können wir hier nicht. Weiß nicht, ob der Zug auch Fernlicht hat. Keine Ahnung. Alter Schwede, das sieht ja geil aus hier. Guckt euch das an, Freunde. Hübsch. Ich kann euch natürlich jetzt nicht jeden Quadratzentimeter zeigen hier. Sondern ich muss mich auch hier ein bisschen auf den Zugbetrieb konzentrieren. Gucken wir uns gleich hier aber noch ein bisschen um in jedem Bahnhof. Hier in Wettingen, ja nicht weit weg vom Baden. Ja, grün haben wir auch schon mal, sehr schön. Aber der Wiedererkennungswert soll sehr, sehr hoch sein. Ich kann mich also hier nicht mehr so erinnern. Ich bin hier einmal durchgefahren. Und ich glaube, wir haben hier noch nicht mal gehalten. Wir sind mit dem IC gefahren, mit dem Schnellzug, ne, der nur an den wichtigsten Haltestellen gehalten hat. Und hier sind wir hundertprozentig durchgerauscht. Ne, und da kann ich mich jetzt natürlich nicht mehr erinnern dran, ob das hier alles so stimmt und passt. Aber ich denke, die Experten von euch auf jeden Fall. Ne, ist der Wiedererkennungswert da, ne, dann sagt Bescheid. Aber ich denke, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, das Ganze. Bei wie viel FPS? 37, knapp 40 haben wir noch. Also so Richtung Zürich wird das langsam weniger. Mit 50 haben wir angefangen. Naja, gucken wir mal. Alter Schwede. Nicht übel. Was hier alles entstanden ist. Okay, das Licht können wir auch mal wieder ausmachen. Das ist ja furchtbar. Okay, weiter geht's. Grün haben wir auch. Grün ist die Heide. Wir
Wir machen wieder 100%, Vollpower. Nächster Halt, Neuenhof. Alter Schwede, der Bahnhof, auch wenn er ein bisschen kleiner ist als die anderen, der sieht ja mal richtig klasse aus. Ja, hier ist ein bisschen in der Kurve, hier wird es wieder gerade. Boah! Alter Schwede, ich gehe mal davon aus, dass das Bahnhofsdach hier auch wirklich ein Original so ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie der Wiedererkennungswert ist, die hier aus der Gegend kommen. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber wir wollen weiter gucken, den Weg als Lokführer Richtung Zürich Hauptbahnhof. Jo, weiter geht's. So schnell hier. Oh ja, Mensch. Wir können richtig schnell hier. 125 dürfen wir. 140 dürfen wir. Da wirst du bekloppt. Jetzt wollen wir mal richtig Gas geben hier. Nach Kilwangen-Spreitenbach. Von der Zeit her haben wir schon ein bisschen rumgetrödelt. Wir haben schon 2 Minuten Verspätung. Kilwangen, Spreitenbach. Das sind hier wirklich sämtliche Gleisanlagen, die es ja hier auch in Wirklichkeit gibt, hier verbaut worden. Alter Schwede. In Zürich soll das besonders heftig sein. Ein Spinnennetz aus Gleisen. Man stellt sich mal vor, das ballert man voll mit KI-Verkehr. Ja, da mal gute Nacht. Aber das werden wir gleich sehen.
da auch eine Hupe? Hups! Oh, nicht schlecht. Hört sich gut an. Richtig mit Wumms. Nochmal. Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Makro-Fetischist hier im Train-Simulator. So, Türen zu. Und ab die Post. Wir haben weiterhin grün. Dürfen fahren. Ohne irgendeine Überwachung. Und ab die Post. Nächster Halt Ditikon. Ja, alles Halte, wo mein Zug damals von Zürich über Olten nach Bern und Visp. Oder Visp oder weiß der Himmel, wie sich das nennt. Da sind wir auf jeden Fall umgestiegen auf die Schmalspurbahn. Sind wir, wie gesagt, durchgerauscht, ohne zu halten. Wir sind gehalten in Olten, glaube ich, in Bern und noch irgendwo. Ich glaube, 3-4 unterwegs halte, das war's. Und wir sind ja hier S-Bahn, wir halten ja überall. Aber so lernen wir auch die ganzen Bahnhöfe mal kennen. Und ihr merkt schon, das Gleisnetz wird langsam hier etwas breiter Richtung Zürich. Alter Schwede, guckt euch das an. Da wirst du bekloppt. Boy! Oh, ein bisschen was steht da auch. Aber nur ein bisschen was. Besser ist das. Wie viel FPS haben wir hier noch? 50! Alter Schwede! Das wird ja immer mehr hier. So, mit der AFB bremse ich jetzt lieber mal nicht ab. Ich mache das manuell, weil der Zug zuppelt mir sonst zu doll. Das ist leider bei vielen Zügen der Fall. Die sind falsch programmiert und dann haut all die Bremsen rein, dass die Schwarte kracht. Guck mal, wenn man normal bremst, dann bremst er doch etwas sanfter. Und jetzt kann ich mit der AFB auch runtergehen auf 110. Ditikon heißt das. Ah ja, interessant. Habe ich wieder was dazugelernt. Nee, aber Strecke wunderhübsch. Macht euch selbst ein Bild. Guckt euch das an. Oh, hier links ordentlich Graffiti. Haben wir jetzt eine richtig, richtig gute Normalspurstrecke jetzt hier für den Train-Simulator aus der Schweiz. Jetzt fehlt nur noch vernünftiges Rollmaterial. Also ich meine damit richtig, richtig gutes Rollmaterial. So in VR-Qualität. Das wäre was. Jo, Gegenzug ist auch schon da. Türen auf, jawohl. Das ist ein Windzug hier. Oh, der ist ja niedlich. Was ist denn das? Das haben wir ja auch noch nicht gesehen. Wo kommt der denn her? Dienstzug. Dienstzug. Oh, warum nicht? So, wir müssen aber weiter. Ah, der Zug da hinten fährt auch los. Wir auch. Dann wird das hier langsam leer in Ditikon, oder wie das hier heißt.
überhaupt so schnell hier? Jo, 110 darf ich. Alles klar. Da kann mir gar nichts passieren hier. Aber der nächste Halt kommt hier auch gleich schon. Glanzenberg. Glanzenberg. Ja, die Ansagen gefallen mir auch richtig gut. Schön dröhnen aus dem Lautsprecher. Jo, aber wie die Soldaten. Hier in Glanzenberg wird bei Schritt alle auf einmal zur gleichen Zeit ausgetreten aus dem Zug. So muss das. So, was haben wir hier noch zu gucken? Das sieht auch gut aus hier. Diese uralten Häuser hier. So, nächster Halt wäre Schlieren und dann sind wir auch schon fast da. Dann haben wir noch Zürich, Altstetten und dann haben wir schon Zürich, Hartbrücke. Zürich, Hartbrücke. Ist das der Hauptbahnhof? Nee, ne? Ich glaube, der Hauptbahnhof bleibt uns verschont hier, glaube ich. Keine Ahnung. Wie gesagt, alles Let's Test hier. Kein Let's Play. Einfach mal zum Gucken. Läuft aber bei mir absolut flüssig. Was haben wir FPS? Über 50, 54. Schlieren. Und läuft super flüssig. Da haben sich ja auch viele Sorgen gemacht. Aber alles gut. Und hier ist auch KI-Verkehr verbaut hier im Szenario. Zwar nicht allzu viel, aber immerhin ein bisschen was. Schöne lange Bahnsteige hier, das gefällt mir. Ja, nicht ganz 2 Minuten Verspätung, eine Minute 45 Sekunden oder so. Alles noch im Rahmen. Ich glaube, ab 3 Minuten gilt das hier erst als verspätet in der Schweiz oder ab 2,9 Minuten oder irgendwie sowas. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht hier, dass die Fahrstühle hier zwar nachgebildet sind, ne, okay, ne, sieht man, ne, dass das nicht echt ist, aber es ist auf jeden Fall ersichtlich, dass es hier ein Fahrstuhl ist. Das reicht mir vollkommen. Da muss kein echter Fahrstuhl sein, wo sich irgendwas rauf und runter bewegt. Das kostet extrem Performance. Wir wissen ja alle, wie der Train-Simulator ist. Ne? Das sieht hübsch aus, sieht gut aus und kostet sicherlich nicht so viel Speicher. Und das reicht in meinen Augen vollkommen. Hier in Schlieren.
Nee, aber das, was ich jetzt sehen konnte auf diesem Streckenabschnitt, fantastisch. Also ich bin begeistert. Könnt ihr mir ja nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Interessiert mich dann auch mal. Aber ich finde das richtig hübsch hier. Der erste Eindruck ist immer der beste. Und mein erster Eindruck war, wow, nicht übel. Jetzt noch, wie gesagt, vernünftiges Rollmaterial. Und dann ist Weihnachten und Ostern zusammengelegt. So, Zürich Altstetten. Waggons haben wir ja genug hier für den Schweizer Raum, ne, von Railworks Austria. Da gibt es genug Freeware, aber Rollmaterial in Form von Loks und Zügen ist also wirklich nicht so viel da und wenn, nicht so schön. Obwohl der hier geht eigentlich noch. Altstetten. Altstetten. So, ein halber Hauptbahnhof hier, ein Riesending. Altstetten. Jo, hier wird noch ein bisschen gebaut. Auch schöne Signale, die es hier auch wirklich gibt. Diese runden Dinger hier mit den Lampen da drin. So. Jo, und dann haben wir schon Zürich Hartbrücke. Aber das scheint nicht der Hauptbahnhof zu sein. Der kommt wohl dann etwas später oder so. Aber das ist unser letzter Halt hier. Danach ist Feierabend, für diese Tour zumindest. Noch mal ein bisschen 120 heizen, aber nur noch 2 Kilometer, dann sind wir schon da in Zürich Hartbrücke. Na, da heiz ich mal mit Vollpower hoch, sonst kommt er den Berg wieder nicht hoch. Ja, schade, dass das Szenario nicht bis zum Hauptbahnhof geht. Brücke.
euch das an, was hier alles verbaut ist. Du. Wahnsinn. Du. Auch alle Autobahnbrücken hier und was das ist hier. Wahnsinn. Alter Schwede. Schon etwas schlechter. Ja, 26 FPS habe ich hier noch. Hier kurz vorm Hauptbahnhof. Ja, und das ist der riesige Gleisabschnitt hier vom Hauptbahnhof. Da wirst du bekloppt. Guckt euch das an. Und kurz hier hinter ist der Hauptbahnhof. Ich wundere mich, warum das Szenario nicht bis zum Hauptbahnhof geht. Das ist mir jetzt wirklich ein Rätsel. Aber hier ist wirklich Feierabend. Keine Ahnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier, oh, auch das Dach hier, ne? Wahnsinn. Und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, für diesen kurzen Überblick hier über die neue Route. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, meine Freunde. Der Fahrplan ist hier zwar schon vorbei, aber es geht doch noch weiter. Und zwar heißt es hier, fahren Sie über Zürich Hauptbahnhof. Das wollen wir natürlich jetzt hier nochmal machen. Und ja, ich wollte schon Schluss machen, aber das Video habe ich auch schon beendet. Also die Aufnahmesoftware. Ich habe aber nochmal neu gestartet. Ich zuppel das denn zusammen. Und das ist jetzt nochmal hier der Streckenabschnitt zum Zürich Hauptbahnhof. Ich bin gespannt. Wir schalten die AFB auf 60, denn mehr ist hier nicht erlaubt. Fahren Sie über Zürich Hauptbahnhof Gleis 22. Machen wir! Boah! Nee, ich dachte nämlich hier in der Hartbrücke ist das Szenario zu Ende, aber es geht doch noch weiter. Obwohl das nicht im Fahrplan drin steht. Ja, in die Außenansicht gehe ich jetzt aber nicht. Guckt euch das selber an hier aus dem Führerstand. Nächster Halt, Zürich, Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt weiter als S12 nach Stadelhofen, Stettbach, Winterthur, Schaffhausen. Ja, da hat die Zug gemeckert, weil ich hier nur 40 fahren darf. Alles gut, alles Roger. Oh, da ist da oben ist Bahnhof und hier unten ist Bahnhof. Wir fahren also in Tief. Gleis 22. Alter Schwede, da wirst du bekloppt. Alles gut, alles gut. War nicht so schnell hier. Wir dürfen hier nicht so schnell. Boah, guckt euch das an. Geht das hier rechts rüber, okay. Ich weiß ja nicht, wo der Gleis 22 liegt, aber... Oh, hier, okay. Jo, darf ich vorstellen, schade, sie haben das Szenario nicht erfolgreich beendet. Ja, leck's mir doch am Arsch! Lass mich wenigstens noch mal zu Ende fahren hier. Nee, kann ich nicht mehr. Jetzt ist Ende die Maus. Jetzt kann ich nichts mehr steuern. Also gut, alles klar, Freunde. Das wollte ich euch noch gezeigt haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.